Toller Kokosan, 24 Jahre alt, Rücken Nummer 3, linker Verteidiger. Hallo, nur 9-Fans, ich grüße euch wieder aus dem Wohnzimmer, aus unserem Leute-Stadion. Bei mir, Tolga Kokosan. Ich darf dich Koko nennen. Vielen Dank erstmal dafür. Nenn dich alle Freunde, Bekannte sozusagen. Koko ist so dein Spitzname. Ja, seit ich in Essen war, nennen mich generell so die meisten Koko. Also wegen dem Nachnamen Kokosan. Ist ihnen zu anstrengend gewesen, glaube ich, und deswegen der Spitzname Koko. Ja, erstmal willkommen natürlich in den Wattenscheid, auch wenn es jetzt schon ein paar Wochen natürlich schon soweit ist. Schauen wir ganz kurz auf gestern. Erste Pflichtaufgabe sozusagen im Westfalenpokal haben wir genommen. TuS Eichlinghofen, Bezirksligist in Dortmund, haben wir 5-0 geschlagen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wie du schon sagst, war eine Pflichtaufgabe gewesen und war trotzdem für uns ein guter Test. Ist, ja, wie der Trainer gesagt hat, ein Spiel, was du auf jeden Fall mitnehmen musst, gut bestreiten musst und das auch wichtig für die nächsten Wochen ist. Und ja, wie gesagt, ist eine Pflichtaufgabe gewesen. Bin froh, dass wir auch direkt in der ersten Halbzeit, ich glaube 2 oder 3-0 geführt haben. Macht die Sache dann natürlich auch einfacher gegen so Gegner und deswegen war es schon ein guter Test gewesen und bin froh, dass wir auf jeden Fall eine Runde weiter sind. Vorher hast du bei RWE gespielt und da lief das im Niederrhein-Pokal, glaube ich, immer ein bisschen anders. Ich glaube, die setzen das ein bisschen so, dass die guten Mannschaften erst deutlich später gegeneinander spielen können. Das heißt, da hast du auch schon gegen viele Unterklassigere dann häufig gespielt, glaube ich. Ja, wir haben generell, wie du schon sagst, ich glaube, bis zum Halbfinale immer gegen unterklassige Mannschaften gespielt. Und danach kamen halt ja, Vereine wie, ich glaube, Uerdingen kam mal dazu, dann kam Oberhausen dazu und ja, das ist echt so, dass du am Ende echt gegen die harten Brocken spielst und nicht mal so einen Leichengegner, vermutlich Leichengegner hast. Und ja, so war das da auf jeden Fall gewesen. Ja, zweite Runde wartet jetzt Ligakonkurrent SV Lippstadt direkt. Ist zwar noch ein bisschen hin, müssen wir mal gucken, wann genau terminiert wird. Dürfte aber eine deutlich schwere Aufgabe werden. Ja, definitiv. Lippstadt letztes Jahr, glaube ich, oben mitgespielt, die ganze Hinrunde. Und ja, ist ein Ligakonkurrent, aber... Ja, ich bin da immer so einer, ich sage, wir müssen das Ding gewinnen und es ist auch Pflichtaufgabe für mich, sage ich auch jedes Mal und so denke ich halt auch immer und will da auch auf jeden Fall eine Runde weiterkommen. Ja, perfekte Einstellung. Kommen wir zu dir. Zum Fußball gekommen, hast du mir gerade gesagt, in Gelsenkirchen angefangen bei so einem kleineren Verein. Erzähl mal. Ich hab sehr, sehr früh angefangen mit Fußball. Ich glaube, wie auch jeder anfängt und habe mit 3 angefangen Fußball zu spielen bei Horst 08, ist in Gelsenkirchen, habe dann ein halbes Jahr gespielt, bin dann nach einem halben Jahr nach Schalke gewechselt, war da 3 Jahre gewesen und bin von da aus mit 6 Jahren dann nach Bochum gewechselt, war die ganze Jugend dann da gewesen, 15 Jahre und habe da auch mein erstes Seniorenjahr gemacht in der U23. Ja, habe auch alle Spiele hier gemacht. Unsere Heimspiele waren ja hier gewesen, haben wir hier gespielt mit Bochum und deswegen kenne ich das Stadion schon mehr oder weniger. Und ja, bin nach den 15 Jahren dann nach Essen gewechselt, war da 4 Jahre Spieler von Rot-Weiß Essen und bin jetzt ja, froh hier zu sein bei der Wattenscheid 09. Beim VfL, beschreib mal, wie ist das, wenn man, also es kommt ja gar nicht so oft vor, dass man die ganze Jugendzeit komplett wirklich bei einem Verein ist, einfach so wohlgefühlt und hat immer gepasst? Ja, auf jeden Fall, ich habe mich sehr wohlgefühlt da und ja, ich wollte ehrlich gesagt auch nie weg und habe mich wirklich sehr, sehr wohlgefühlt, war die ganze Jugend da, wir waren viel unterwegs gewesen im Ausland durch die ganzen Turniere und ja, war auch, ich glaube, in 4 oder 5 Jugenden da auch Kapitän gewesen und ja, habe mich halt sehr, 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 sehr wohl gefühlt. Habe auch nie Stress oder Theater gehabt da in der Jugend und ja, habe eine gute Ausbildung genossen. Bin auch froh darüber und bedanke mich da bei jedem Trainer, der da mitgewirkt hat und ja. Apropos Ausland, Eltern sind türkischer Herkunft, ne? Aber du bist in Deutschland, glaube ich, geboren. Haben wir gerade auch kurz schon drüber gesprochen. Durftest dann für die U-Mannschaft oder U-Nationalmannschaft von der Türkei mal spielen? Beschreib mal oder erzähl mal ein bisschen darüber. Genau, also Eltern sind türkischer Abstammung und bin hier in Gelsenkirchen geboren. Und ja, ich war in der U17 beim VfL Bochum. Da wurde ich eingeladen nach Osnabrück zu einem internationalen Turnier von der Türkei aus für die türkische Nationalmannschaft. Besser gesagt, vorher hatten wir noch ein paar Tage Training gehabt, wollten sich das Ganze halt angucken, wer da mitspielen kann. Und ja, hat mich da bewiesen
wurde dann auch mitgenommen, war ein internationales Turnier und habe da, glaube ich, 3 Spiele dann auch gemacht. Sind dann einmal in Spanien gewesen, ich meine, das war Spanien gewesen, habe da auch noch ein Spiel gemacht. Habe somit, ich glaube, 4 oder 5 Spiele jetzt für die türkische Nationalmannschaft gemacht in der U17 und ja, so zu der Nationalmannschaft. Also tolle Erfahrung auf jeden Fall. Ja, definitiv, bin stolz. Ich meine, wer ist nicht stolz, für sein Land zu spielen? Absolut. Und ja, wäre natürlich schön, wenn man da nochmal was reißen könnte. Wie verfolgst du die türkische Liga bzw. Türkische Nationalmannschaft? Also ich gucke mir jedes Spiel an der Nationalmannschaft. Jetzt die türkische Liga, ja, nicht. Bin Gala-Fan, okay. Und mein Vater auch. Und gucken uns da schon die Spiele an. Gerade die Derbys gucken wir uns immer an, ist immer interessant. Und ja, die Nationalmannschaft gucke ich mir halt immer an. Also wir meistens mit der ganzen Familie sitzen wir da zusammen und ja, fiebern da mehr oder weniger mit. Und wir hoffen da auch mal wieder irgendwie erfolgreich zu sein. Jetzt hast du gesagt, hast in der U23 dann hier unter anderem in der Loheide ja auch gespielt. Jetzt weiß ich nicht genau, wie es war, deswegen frage ich dich jetzt mal. Die U23 vom VfL wurde ja dann abgemeldet sozusagen. War das dann der Grund, dass du gewechselt bist oder bist du vorher schon gewechselt? Das habe ich jetzt leider nicht ganz auf dem Schirm. Nee, wir waren bis die ganze Hinrunde wussten wir das noch nicht. Und ich glaube, in der Winterpause wurde uns dann gesagt, dass die U23 okay. abgemeldet wird. Waren da auch schon unten drin gewesen. Ich glaube, wir sind auch sportlich abgestiegen. Doch, wir sind abgestiegen. Und ich glaube, dann haben wir hier mit der U23 gespielt gegen Viktoria Köln. Ja, und dann kam halt der Anruf von Essen, dass ja, da Interesse besteht. Sollte dann da 2 Tage mittrainieren. Und er hat mich da wieder durchgesetzt. Und ja, nach einem Tag wurde mir auch direkt gesagt, dass sie mit mir unterschreiben wollen, dass ich da hinkomme. Und war dann auch natürlich glücklich gewesen, dass ich von der U-Mannschaft in so einen Traditionsverein wechseln kann. Und war ja sehr, sehr froh gewesen darüber. Bei uns verteidigst du auf der linken Seite, bei RWE und ich denke beim VfL wird es ähnlich gewesen sein, oder? Ja, also ich bin seitdem ich Fußball spielen kann, linker Verteidiger und das ist auch meine Position auf jeden Fall. Hat sich aber auch verändert, ne? Also ich hatte den Flo Kraft ja schon so, das Torwartspiel hat sich ja auch mächtig verändert. Wie gesagt, bin ich schon ein bisschen älter, aber das Linksverteidigerspiel hat sich auch komplett gedreht, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist dieser moderne Fußball jetzt geworden. Ist nicht mehr so, dass du hinten drin stehst und einfach wartest und die Bälle ein bisschen verteilst oder sonst was. Da muss schon, ja, das verlangen auch die Trainer, dass da Offensivaktionen kommen, dieses 1-gegen-1 oder dass du auch mal Flanken tust. Und ja, das ist ja dieser moderne Fußball jetzt geworden, dass die Außenverteidiger halt nicht mehr nur hinten drin stehen, sondern auch ja, die Offensivaktionen mit einleiten und dass viel über die Außen kommt. Passt dir aber gut. Also hast du auch einen guten linken Schuss, einen linken Fuß, ne? Also kommt dir schon entgegen, absolut. Ja, also mir kommt es auf jeden Fall entgegen. Ich glaube, meine Stärken sind eh der linke Fuß, die Flanken und ja, mein Schnelligkeitsspiel. Und deswegen kommt mir das auf jeden Fall gelegen. Spiel, Geg, Hinterlaufen, das ist auf jeden Fall meins. Nach dem Spiel gegen Fortuna Köln haben wir uns kurz unterhalten. Hast dann auch ein Interview gegeben, unter anderem bei Reviersport, über die Zeit bei RWE so ein bisschen nochmal. Eigentlich eine super Zeit, hast du gesagt, oder interessante und wichtige Zeit für dich? Für mich persönlich eine sehr wichtige Zeit. Ich bin da mit 19 Jahren hingewechselt und habe ich da auch im Artikel erwähnt, bin da natürlich hingewechselt mit der Erwartung, okay, wenn du deine 10 Spiele machst, kannst du zufrieden sein mit 19 Jahren, weil ich da einen Konkurrenten hatte, der auch 32 war mit Hucki und ja, hatte dann aber einen Trainer gehabt, der mir sehr, sehr viel Vertrauen gegeben hat, mir sehr viel beigebracht hat auch in der Zeit mit Jan Sievert und habe dann auch gleich jedes Spiel gemacht, bin dann leider ausgefallen nach 4 Wochen mit einer Herzbeutelentzündung, die mich so ein bisschen zurückgeworfen hat, war dann aber auch wieder schnell auf dem Feld gewesen und ja, ich sage ja mit 19 Jahren, ich glaube, ich war mit der Jüngste und konnte halt von den erfahrenen Spielern, von den älteren Spielern sehr, sehr viel mitnehmen, sehr viel Erfahrung, ich glaube, ich war auch, ja, wurde sehr schnell ja, zu einem gestandenen Spieler mit meinen jungen Jahren. Wofür ich aber auch ja, den älteren Spielern in Essen danken muss, weil die mir viel beigebracht haben. Die letzten 2 Jahre waren dann sportlich nicht mehr ganz so, unter anderem allerdings auch wegen Verletzungen, richtig? Genau, also die ersten 2 Jahre bei Essen waren sehr, sehr gut für mich. Das dritte Jahr war dann, ja, war nicht so meins, kam nicht zu vielen Einsätzen. Ich glaube, ich hatte 12, 13 Einsätze. Ja, und das letzte Jahr war halt eine komplette Katastrophe. Nach den ersten 4 Spielen habe ich mich verletzt, habe einen Sehnenriss gehabt, Teilriss der Sehne am Oberschenkel. War da, glaube ich, ja, 13, 14 Wochen raus. War dann in der Winterpause wieder da
und habe mir dann in der letzten Woche nochmal einen Muskelbündelriss zugezogen, habe mich auch nochmal zurückgeworfen. Deswegen war das letzte Jahr für mich ja, ein sehr, sehr schlechtes Jahr für mich. Prägen solche Zeiten dich sowohl als Spieler als auch als Mensch? Auf jeden Fall. Also man sollte auf jeden Fall froh sein, wenn man fit ist, gesund ist. Das ist die Hauptsache beim Fußball. Deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt hier sein darf. Und hoffe natürlich, dass mein Ziel fit zu bleiben, verletzungsfrei zu bleiben und auch gut über die Saison zu kommen. Ich glaube, der Kontakt zu Farah Toku war auch schon in den letzten Jahren schon mal immer mal wieder da irgendwie. Wichtige Person jetzt auch für dich hier? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja letztes Jahr im Sommer schon das Gespräch gehabt mit dem Trainer und hat dann nicht so funktioniert, wie wir wollten. Und bin deswegen froh, dass ich hier sein darf und eine sehr wichtige Person für mich. Schenkt mir auch sehr, sehr viel Vertrauen und gibt mir nochmal die letzten Prozente, die ich auf jeden Fall im Spiel brauche und fühle mich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut hier. Die anderen habe ich auch gefragt, was hast du für Hobbys? Was machst du so nebenbei, neben dem Fußball noch, was da so an Zeit bleibt? Ja, ich bin sehr, sehr viel im Garten, habe einen großen Garten, bin ich ehrlich, muss ich viel Gartenarbeit machen und sonst, wir sind halt viel mit den Jungs draußen, muss ich auch nochmal erwähnen, ist wie so eine kleine Familie sofort hier geworden, nach ein paar Tagen habe ich mich hier schon sehr, sehr wohl gefühlt, ist eine kleine Familie, jeder kommt mit jedem gut klar und deswegen, wir sind mit ein paar Jungs immer mal wieder draußen, gehen was essen, ja, da sitzen natürlich wie viele Jungs vor der Playsee und zocken dann halt mal abends eine Runde FIFA zusammen. Ja, aber ist ja cool. Also ich meine, es klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber es haben jetzt alle schon so gesagt, da muss ja was Wahres dran sein, ne? Dass es bei Wattenscheid 09 oder insbesondere, ich sag mal jetzt mal unter Farah Toku auch insbesondere, schon einfach so ist, dass ihr ein Riesenteam schnell werdet und jetzt schon seid. Ja, auf jeden Fall. Das kann man nicht beschreiben. Normalerweise hat man in der Trainingsvorbereitung oder hat man immer mal so kleine Streitigkeiten, aber hier war das nie der Fall gewesen. Und sei es ein jüngerer Spieler, ein älterer Spieler, der schon länger hier ist, der neu hier ist, jeder kommt einfach mit jedem sehr, sehr gut klar und das passt menschlich einfach, charakterlich. Ich glaube, da legt der Trainer auch sehr, sehr viel Wert drauf und achtet auch, dass da auf jeden Fall was Gutes bei rumkommt. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei. Ein bisschen ehrgeiziger Typ, glaube ich, hört man so raus. Dementsprechend bist du nicht zufrieden mit dem Saisonstart? Ich bin immer selbstkritisch. Bin natürlich sehr froh gewesen, dass wir gerade gegen Ferl gewonnen haben, mit die heimstärkste Mannschaft, glaube ich, der Liga. Und da direkt 2-0 zu gewinnen, war sehr, sehr gut für uns, ein sehr, sehr guter Start. Das zweite Spiel war gegen Gladbach und habe ich letztes Mal auch schon gesagt, zwei unnötige Gegentore. Und hätte ich natürlich auch sehr, sehr gerne gewonnen, die 3 Punkte mitgenommen. Auch das mit letzter Woche, dass wir so ein Ding da reinbekommen, ärgert mich auf jeden Fall. Und ich bin ehrlich, 9 Punkte wären auf jeden Fall drin gewesen für den Saisonstart. Und aber da machen wir jetzt so weiter, wie wir das die ganze Zeit machen und nehmen da auf jeden Fall noch unsere Punkte mit. Samstag wartet Aufsteiger Bergisch Gladbach. Viele Fans, weiß ich, rechnen mit sicheren 3 Punkten. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach, oder? Ja, gerade wenn man gegen Aufsteiger spielt, die Euphorie, die mitnehmen, ganz am Anfang die Spiele, könnte immer ein Thema sein dann. Aber ich sage, wenn wir so spielen, wie wir die ersten 3 Spiele gespielt haben, mit der nötigen Konzentration und mit der Entschlossenheit vorne nochmal, gerade wie gegen Fortuna Köln, wenn wir da vorne noch ein bisschen agiler werden und gefährlicher werden, dann sollte es kein Problem sein. Danach die Woche schauen alle, die irgendwie mal ein Essen-Trikot schon mal anhatten, schauen schon alle zum Spiel an der Hafenstraße bei RWE. Richtig geiles Spiel, glaube ich, unter Flutlicht. Auf jeden Fall. Ich glaube, die Essener haben jetzt auch 9 Punkte. Ich glaube, die Hütte wird auf jeden Fall voll sein. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Ich glaube, wir sind 7 Spieler hier, die bei Essen gespielt haben. Und wir sind auf jeden Fall heiß. Und wobei ich sagen muss, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Bergisch Gladbach. Und danach greifen wir Essen an. Was sind die weiteren Ziele? Spielen und gesund bleiben, kann man das so zusammenfassen? Auf jeden Fall. Also für mich auf jeden Fall das Wichtigste ist, gesund zu bleiben, verletzungsfrei zu bleiben. Und dann jedes Spiel Gas zu geben, der Mannschaft zu helfen, wo ich helfen kann und die Punkte mitzunehmen und dann mal schauen, wofür es reichen wird. Ich habe das den Boris, glaube ich, auch schon mal gefragt nach dem Pferdspiel. Ist natürlich nicht ganz so zu vergleichen von der Fanbase her, logischerweise Wattenscheid und RWE, ist halt so. War aber trotzdem cool und ist, glaube ich, eine tolle Unterstützung, auch in Pferl, insbesondere bei dem Sieg, glaube ich. Natürlich, auf jeden Fall.
Ich bedanke mich dabei jedem Fan, der da mitkommt, so nach Verl fährt oder generell hier ins Stadion kommt oder woanders auswärts hinfährt. Auch wenn nur eine Person da steht, bei der bedanke ich mich auch. Und es hilft natürlich immer, wenn ein paar Leute da sind. Und ja, das gibt nochmal so einen kleinen Kick. Klar, wir machen das in erster Linie für uns, aber dann auch wie gestern, da waren auch ein paar Leute gewesen beim Pokalspiel und sind wir auch natürlich direkt nach dem Abpfiff hingegangen, bevor die Leute dann nach Hause fahren, damit die auch sehen, dass wir sie auf jeden Fall wahrnehmen. Und gerade wenn man bei Essen gespielt hat, schätzt man sowas und ist egal, wie viele Leute da stehen. Auch wenn da nur ein paar Leute stehen, dann sollte man froh darüber sein, dass diese Leute überhaupt zu den Spielen kommen. Ja, danke erstmal für die Zeit und ja, gutes Stichwort nochmal. Samstag sehen wir uns hoffentlich zahlreich hier in der Lohheide gegen Bergisch Gladbach. Wie gesagt, wird nie einfach, aber wie Koko es gesagt hat, wenn wir unsere Leistung bringen, glaube ich, werden die 3 Punkte definitiv hier bleiben und dann können wir ja, mit 7 Punkten wäre natürlich klasse, wenn wir da nach Essen fahren. Ich danke dir nochmal für die Zeit. Alles Gute weiterhin bei der SG09 und wir werden noch ein paar Siege und wichtige Erfolge feiern, glaube ich. Ja. Danke.